Moin, ich habe die Schnauze voll. Kennt ihr das? Also wenn ihr die Schnauze voll habt, sprich die Nase ist zu und Nasenputzen hilft nicht. Oder ihr seid Allergiker, sagen wir mal im Sommer, Pollen und sowas, da hilft was. Das ist vielleicht nicht ganz so lecker, aber ich habe zum Beispiel das Problem, ich schnarche nachts. Wenn ich die Nase zu habe, ich schnarche nachts, dann habe ich am nächsten Tag ganz trockenen Rachen und man schläft auch nicht sehr gut damit. Und da hilft mir das hier. Jetzt hängt ihr bestimmt der Primadon-Knall. Nasendusche. Sieht ja schon so eklig aus, oder? Ich meine, woran erinnert einen das? Seitdem ich das benutze, habe ich keine Probleme mehr mit Schnarchen. Das ist kein Witz. Keine Probleme mit Schnarchen. Die Nase ist immer frei. Und ich kann auch wieder besser riechen. Also, wenn es einem hilft, habe ich mit dem Video schon mal richtig gemacht. Glaubst du, das Set an sich, da sind schon einige Portionen also Nasenspülsalz dabei. Kostet 10 Euro. Gar nicht mehr so genau. Ich zeige euch mal, wie das geht. Wer natürlich ein bisschen filmschig ist, der sollte das jetzt nicht probieren, nicht zugucken. Als erstes wichtig ist, dass Wasser lauwarm ist. So, Koppel nach unten machen. So, dann lasse ich ein bisschen Wasser rein mit alles. So, Packung auf. Dann mache ich das hier rein. Finger drauf. Ein bisschen schütteln, sodass sich das Salz gut auflöst und da drin mit dem Wasser gut verbindet. Dann fülle ich nochmal Wasser nach. Warum es wichtig ist, auch das Salz zu benutzen. Ihr könntet das natürlich auch mit klarem Wasser machen. Das ganz normale Leitungswasser aus dem Hahn. Das ist dermaßen voll mit Chlor. Das ist wie wirklich, als wenn er im Schwimmbad baden geht. Das ist extrem. So. Jetzt können wir den Deckel wieder drauf machen. Und jetzt, also, wer filmschig ist, guckt besser weg. So, jetzt habe ich halt hier an dem einen Nasenloch, läuft schon durch. Seht ihr? Dann kommt ihr an dem anderen Nasenloch schon wieder raus. Und jetzt gebe ich Gas. Das andere Nasenloch. Also wenn das hier wirklich rausläuft, das kommt aus dem anderen Nasenloch raus. Es geht oben über die Nasen oder über die Stirnhöhle geht das dann durch. Merkt direkt, wenn man da richtig gut Luft kriegt. Schön sauber machen. Becken ausspülen. Ihr werdet euch wundern, was da für ein Rotz rauskommt. Wenn ihr euch das kauft, versucht es erst gar nicht mit klarem Leitungswasser. Das ist so was von ekelhaft und das sticht in der Nase. Das Salz müllert das total ab. Also hier, genau, im Kur Nasenspülsalz ist euer Freund. So, jetzt noch ein Foto machen für das
Na, für das Vorschaubild für YouTube und dann. So, das war's. Danke fürs Zuschauen und mal Idiot. Tschö.